Wir werden heute mal Fritz-Repeater in Reihe schalten. Das bedeutet, wir stellen als erstes eine Verbindung zwischen Fritzbox und dem ersten Repeater her. Danach stellen wir wiederum eine Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Repeater her. Wir verlängern also die Funkstrecke und möchten das ja mit möglichst wenig Verlust machen. Bevor man damit anfängt, muss man sich aber ein paar schlaue Gedanken machen. Und welche das sind, verrate ich dir nach dem Intro. Als allererstes muss man erstmal die Augen aufmachen beim Repeaterkauf. Was meine ich damit? Naja, schauen wir uns mal unsere Konstellation an. Ich habe hier eine Fritzbox Cable 6660. Die unterstützt das WLAN 6 Protokoll WLAN AX. Der Repeater 6000 hier unterstützt das ebenfalls. Das heißt, das ist eine gute Kombination. Die unterstützen beide Wi-Fi 6 und können daher hohe Geschwindigkeiten in Kombination erreichen. Hätte ich jetzt eine ältere Fritzbox und hätte dann nur den Wi-Fi 5 Standard, kann man sehen zum Beispiel, wenn bei der Fritzbox steht, dass nur WLAN AC unterstützt wird, dann würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, einen Repeater mit Wi-Fi AX zu kaufen. Denn die Verbindung zwischen den beiden Geräten wäre dann eben nicht optimal, beziehungsweise der Repeater 6000 könnte sein volles Potenzial nicht ausspielen und würde den Mehrpreis, den er zu anderen Geräten kostet, eben nicht rechtfertigen. Habe ich also zum Beispiel nur eine Box, die WLAN AC kann, kann ich mir jetzt zwei Dinge überlegen. Entweder ich rüste mein komplettes Setup auf, sodass sowohl die Box als auch der Repeater WLAN AX, also Wi-Fi 6, unterstützen. Oder ich kaufe mir eben einen passenden Repeater. Also ich habe eine Box, die WLAN AC kann, dann kaufe ich mir zum Beispiel den Fritz Repeater 3000, der auch WLAN AC kann. Der ist nochmal deutlich günstiger als der Fritz Repeater 6000 und damit habe ich jetzt kein Geld rausgeschmissen. Natürlich wäre es aber auch eine Überlegung zu sagen, einfach um zukunftssicher zu sein, gehe ich schon mal eine Preisstufe höher und nehme den Fritz Repeater 6000, kann den vielleicht jetzt die ersten zwei Jahre nicht nutzen, aber ich kaufe mir vielleicht sowieso in ein, zwei Jahren eine neue Box und die kann dann ganz sicher WLAN AX und dann kann ich halt die volle Kapazität im WLAN ausnutzen. Das ist der erste Gedanke, den man sich machen muss. Welche Repeater habe ich im Einsatz? Welche Boxen habe ich im Einsatz? Passen die zusammen? Und jetzt kommt eigentlich schon der zweite Gedanke, wie koppel ich die am schlausten, wenn ich was in Reihe schalten will? Die einfachste Frage ist halt, welcher Repeater wird mit der Box verbunden und welcher ist der letzte Repeater in der Kette? Da ist die Antwort eigentlich eindeutig. Ich verbinde immer den Repeater mit der höchsten Bandbreite mit der Fritzbox. Das hat damit zu tun, dass ich ja potenziell auf jeder Funkstrecke einfach Verluste habe. Und ich möchte die Geschwindigkeit am Anfang ziemlich stark haben, nämlich die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten. Was würde denn passieren, wenn ich das andersrum mache? Also ich tausche die beiden mal und tausche auch mal die Kartons, dass wir jetzt hier nicht durcheinander kommen. Ich würde also den Fritz Repeater 3000, der nur WLAN AC kann, hiermit verbinden. Naja, dann hätte ich schon hier keine optimale Verbindung zwischen den beiden. Die Fritzbox 6660 könnte mehr als der Fritz Repeater 3000. Und der Fritz Repeater 6000 wiederum könnte mehr als dieser hier, der Fritz 3000. Das heißt, ich habe mir hier ein Nadelöhr geschaffen, der die komplette Verbindung ausbremst. Sowohl Geräte, die hier mit diesem verbunden sind, bekommen nicht die optimale Geschwindigkeit und auch Geräte, die mit diesem verbunden sind, bekommen auch nicht die optimale Geschwindigkeit. Das heißt also, zu merken, einfach den stärksten Repeater, der in diesem ganzen Konstrukt eine Rolle spielt, wird eben mit der Fritzbox verbunden, direkt. Und danach schalte ich die schwächeren Repeater. Mir würde jetzt erstmal keine Konstellation einfallen, wo man das nicht so machen würde. Wenn dir eine einfällt, schreib das bitte mal in die Kommentare. Beide Repeater sind aktuell im Werkszustand und noch nicht gekoppelt. Ich würde sagen, wir legen doch jetzt einfach mal los. Ich stelle den noch ein bisschen ins Bild. Und mache hier das Licht ein bisschen dunkler, sodass man die Lämpchen gut blinken sehen kann. Was müssen wir machen? Wir verbinden, wie gesagt, erstmal den 6000 mit der Fritzbox. Ich gucke mal, dass das der richtige ist. Ja. Um das zu tun, drücke ich jetzt erstmal an dem Repeater die Connect-Taste für circa eine Sekunde. Stelle fest, dass er hier das Blinken anfängt, also schneller blinkt. Und jetzt drücke ich hier die Connect-WPS-Taste an der Fritzbox. Jetzt warten wir mal, bis die beiden sich gefunden und verbunden haben. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie wichtig die Einhaltung der Reihenfolge ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die eine wichtige Rolle spielt, also welchen Knopf ich als erstes drücke.
Die Lämpchen leuchten jetzt alle durchgängig. Ich sehe also, dass die Verbindung erfolgreich war. Der macht jetzt hier noch ein bisschen rum. Das warten wir noch kurz ab, bis hier wieder alles durchgängig blinkt. Wenn ich jetzt den nächsten Repeater in Reihe schalten will, also quasi diesen Repeater mit diesem verbinden will, dann gehe ich so vor, dass ich hier die Connect-Taste drücke und sehe, dass der schnell blinkt, und drücke auch hier die Connect-Taste. So, und jetzt müssen die beiden sich hoffentlich finden. Ich kann natürlich auch eine Sternschaltung machen. Ich könnte jetzt natürlich auch den direkt mit der Fritzbox verbinden. Das macht Sinn, wenn die Fritzbox räumlich irgendwie in der Mitte anzutreffen ist. Aber ich habe die ja jetzt so aufgestellt, dass ich quasi die Funkstrecke der Fritzbox erstmal zu dem verlängere und die Funkstrecke des Fritz Repeater 6000 dann nochmal zu dem verlängere. Das ist also von den Örtlichkeiten abhängig, ob ich eine Reihenschaltung brauche oder ob eine Sternschaltung mehr Sinn macht. Jetzt könnte man ja schon meinen, die Verbindung wäre in dieser Form jetzt abgeschlossen. Das ist aber nicht der Fall, denn wenn ich das so einrichte, dann habe ich verpennt, die Mesh-Einrichtung abzuschließen. Das ist ein Sicherheitsfeature und macht auch durchaus Sinn, dass das so implementiert ist. In meiner Fritzbox-Benutzeroberfläche kann ich das genauso sehen. Ich kann genau sehen, welcher Repeater mit der Box verbunden ist, welcher im Mesh ist und welcher eben nicht im Mesh ist. Der Fritz Repeater 3000 ist in diesem Fall nicht im Mesh. Der hat ja noch keine direkte Verbindung zum Mesh Master bekommen. Der hat ja nur indirekt die Verbindung über den Repeater bekommen. Deshalb müssen wir jetzt noch eine Mesh-Kopplung herstellen, und das machen wir, indem wir hier eine Sekunde drücken und auf der Fritzbox die Connect-Taste eine Sekunde drücken. Man sieht, dass das sofort reagiert hat, und jetzt müssen wir kurz warten und sehen dann auf der Fritzbox-Benutzeroberfläche, dass eben beide Geräte jetzt im Mesh aufgenommen sind. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video dir eine gute Anleitung geben konnte und auch ein paar Fragen zu dem ganzen Thema beantworten konnte. Es wird jetzt zu diesen Repeatern noch ein paar andere Videos geben. Man kann die ja in den verschiedensten Formen kombinieren, mit Kabeln verbinden und ins Mesh aufnehmen. Schreib mir gerne mal das Thema, das dich interessieren würde, in die Kommentare, und eventuell mache ich dann zu dem Thema auch mal ein Video.